Meine Damen und Herren, wir haben uns das letzte Mal mit dem Riemannschen Krümmungstensor beschäftigt. Wir haben ihn eingeführt und einige Eigenschaften besprochen. Das Wesentliche bei diesem Riemannschen Krümmungstensor ist der Umstand, dass es ein Tensor ist, mit dem die Krümmungseigenschaften eines Riemannschen Raumes beschrieben werden können. Deswegen heißt er auch Riemannscher Krümmungstensor. Er ist verhältnismäßig kompliziert definiert und man könnte sich denken, das muss doch alles viel einfacher gehen. Aber nach allem, was man so weiß aus der Literatur seit Riemanns Zeiten, lässt sich das nicht einfacher machen. Jedenfalls ist die wesentliche Eigenschaft die, dass wenn der Riemannsche Krümmungstensor gleich Null ist, dann ist das gleichbedeutend damit, dass der zugehörige Riemannsche Raum flach ist. Das ist also eine Äquivalenz. Wenn er nicht Null ist, dann ist er nicht flach. Das ist in beiden Richtungen so und daher hat man damit ein Mittel in der Hand, zu überprüfen, ob der Riemannsche Raum, festgelegt durch den jeweiligen Metriktensor, ein flacher Raum ist oder nicht. So ohne weiteres sieht man es dem Metriktensor ja nicht an. Letzten Endes, der Riemannsche Krümmungstensor, definiert durch die Christoffelsymbole, ist der letzten Endes wieder vom Metriktensor abhängig, weil ja die Christoffelsymbole wieder durch den Metriktensor und seine ersten Ortsableitungen bestimmt ist. Das habe ich versucht, letztes Mal alles auf den Tafeln unterzubringen und ich hoffe, dass Sie sich das irgendwie so einverleiben können. Letzten Endes ist es immer der Metriktensor, den man auf einer Mannigfaltigkeit definiert, um den entsprechenden Riemannschen Raum zu beschreiben. Und von dem Metriktensor abhängig ist eben der Riemannsche Krümmungstensor, bei dem man dann eben gleich erkennen kann, wenn er Null ist, dass der Raum, um den es geht, ein flacher Raum ist. Und umgekehrt, wenn es ein flacher Raum ist, dann muss er Null sein. Ist er also nicht Null, dann ist der Raum gekrümmt. Und das ist das, wo wir heute ansetzen werden, zusammen mit Einstein, so vor circa 100 Jahren, mehr ist das nicht her, um eben eine Theorie der Gravitation zu erhalten. Wir werden natürlich diese Theorie nicht durchführen, das ist natürlich eine entsprechend größere Vorlesung, das wird angeboten hier im Haus, aber immerhin bis zu den Feldgleichungen ist es jetzt kein weiter Weg mehr. Und damit ist eigentlich die Physik, um die es geht, schon beschrieben. Aber diese Physik ist also nicht einfach, wie Sie sehen werden bei der Diskussion dieser Feldgleichungen. Also das nur noch einmal zur Erinnerung an die letzte Woche. Ich habe ganz am Schluss diese Symmetrieeigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors oder Christoffel-Riemann-Tensors aufgeschrieben, weil wir die heute noch einmal bei gewissen Umformungen brauchen werden. Deswegen habe ich sie noch einmal notiert, aber Sie haben sie schon in Ihren Unterlagen, Sie brauchen sie sich nicht noch einmal aufschreiben. Sie werden sehen, es zahlt sich immer aus, bevor man mit einem mathematischen Werkzeug arbeitet, sich die Eigenschaften dieses Werkzeuges klar zu machen. Das sind einmal wichtige Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors. Natürlich sein Zusammenhang mit der Krümmung des Riemannschen Raumes ist von großer Bedeutung. Aber jetzt möchte ich noch weitere Eigenschaften besprechen, die sich anschließend als sehr wichtig herausstellen werden. Also, zunächst, wo ist denn dieser Riemannsche Krümmungstensor
bei unserer Ableitung hergekommen. Wir haben uns eine höhere kovariante Ableitung angeschaut von einem Vektor. Wenn man einen Vektor kovariant ableitet und dann noch einmal kovariant ableitet, dann kann man sich eben fragen, was passiert, wenn ich diese beiden Ableitungen vertausche, in der Hoffnung, dass nichts passieren wird. So ist es aber nicht. Und ich möchte das hier noch einmal zusammenstellen, weil das eben zu den wichtigen Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors gehört. Also unmittelbar hatten wir das so erhalten, dass wir gebildet haben einen Vektor AI, den haben wir betrachtet, dann haben wir nach J und nach K abgeleitet. Und wenn man so einen Tensor erster Stufe nach J und dann nach K ableitet und dann davon subtrahiert, wenn man den zuerst nach K und dann nach J ableitet, dann kriegt man also ein größeres Durcheinander von Christoffelsymbolen, was wir ja vor einer Woche uns angetan haben. Aber letzten Endes kommt heraus ein AL, RL, IJ, K. Also der Riemannsche Krümmungstensor eignet sich dazu, die Differenz dieser kovarianten Ableitungen auszurechnen. Und jetzt sollten wir uns schon auch noch anschauen, wie das dann ausschaut, wenn man einen kontravarianten Tensor erster Stufe betrachtet. Da werden Sie sehen, da handelt man sich ein Minus ein. Und das möchte ich Ihnen schon zeigen, weil da kann man leicht in eine Falle tappen gewissermaßen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen und hier da einfach den Index i überall hinaufziehen, das wissen Sie ja, dass das durch einen entsprechenden kontravarianten Metriktensor geht, dann erhalten wir damit ein A oben na I nach J nach K minus A oben I nach K nach J. Und das ist dann, hier muss auch das I hinauf, A L mal R L und dann oben I und J K. So sieht das aus. Das wandeln wir noch einmal um in ein A oben I nach J nach K minus A oben I nach K nach J gleich. Und jetzt schnappen wir diese L hinauf hinunter. A oben L, R unten L, I J, K. Na, wo wären wir jetzt, wenn wir nicht für jeden Index seinen eigenen Aufzug hätten? Also das muss hier natürlich überall genau eingehalten werden, sonst kennt man sich nicht aus. Und jetzt verwenden wir diese Symmetrie S2. Wenn man die ersten beiden vertauscht, die Indizes, wird das Ganze negativ. Also gemäß S2 erhalten wir in dem konkreten Fall, dass R, L, I, J, K gleich ist. Die ersten zwei, auf die kommt es an, dass das gleich ist minus R, die zwei ausgetauscht, I, L, J, K. Und wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir letzten Endes das Analogon zu dem da oben. A oben I
nach J nach K minus A oben I nach K nach J gleich. Und jetzt anstatt dieses Tensors R, L, I, J, K haben wir minus 10. Minus A, L, R, I, L, J, K. Und das ist das, was am ähnlichsten aussieht zu dieser Beziehung da oben. Also auf dieser Spalte ist da hier, sehen Sie, wie konkret der Christoph-Riemann-Tensor oder Riemannsche Krümmungstensor mit diesen zweimaligen Kovariantenableitungen zusammenhängt. Wegen dieser Symmetrie oder besser hier Antisymmetrie handelt man sich hier dieses Minus ein. Aber dann gibt es noch was Spannendes. Und das ist eine sehr tiefliegende und recht schwierig abzuleitende Geschichte, deswegen werden wir das nicht gemeinsam durchführen. Da gebe ich Ihnen nur das Ergebnis an, die sogenannten Planck-Identitäten. Die sind wichtig im Zusammenhang damit, dass man sich auch Gedanken darüber machen kann und wie Sie sehen werden, gleich dann physikalischerweise Gedanken machen muss, was passiert, wenn man den Riemannschen Krümmungstensor noch kovariant ableitet. Ograus, man stelle sich vor. Und da gibt es aber eine Hilfe. Also, kovariante Ableitung von R M von Rm n i j. Und das hat der Herr Bianchi, die nach ihm benannten Bianchi-Identitäten abgeleitet, hergeleitet. Und das sage ich also jetzt mit voller Überzeugung, man zeigt, Doppelpunkt. Und das ist also eine größere Angelegenheit. Man zeigt, dass R, M, N, I, J nach K plus R, M, N und dann J, K nach I plus R, M, N, K, I nach J gleich 0. Also zyklische Vertauschung I, J nach K, J, K nach I, K, I nach J. Das schaut irgendwie ein bisschen ähnlich aus zu dieser Symmetrieeigenschaft, die ich Ihnen hier hergeschrieben habe. Nur das noch ein Index mehr, weil da wird danach hier jeweils kovariant abgeleitet. Und Sie werden sich vielleicht bei der Gelegenheit denken, jetzt erzählt er uns also wirklich Sachen, die völlig uninteressant sind. Wer kann so etwas brauchen? 1915 hat es sich daran aufgehängt, wie Einstein draufgekommen ist, dass es diese Bianchi-Identitäten gibt, dass er dann die Feldgleichung draufstehen konnte, obwohl er sich seit 1907 oder sowas darum bemüht hat. Das ist der Schlüssel. Und das ist ganz interessant zu wissen. Und Sie können sich jetzt sicher vorstellen, was das bedeutet. Es sind einfach kovariante Ableitungen des Riemannschen Krümmungstensors, die in einer gewissen Weise durchgeführt, dann unter Verwendung aller dieser Symmetrieeigenschaften, letzten Endes in Summe 0 ergeben. Damit haben wir die Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors besprochen und wollen also jetzt dazu übergehen, das, was wir da bis jetzt haben, anzuwenden auf den Grundgedanken, der auf Einstein natürlich zurückgeht, dass
bei der Theorie der Gravitation es auf die geometrischen Eigenschaften der vierdimensionalen Raumzeit ankommt und dass diese Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit zusammenhängen muss mit der Massen- und Energiedichte und Impuls der Materie. Also das Konzept oder der Grundgedanke der allgemeinen Relativitätstheorie. Jetzt schwenken wir also zur Physik, weg von der Mathematik. Aber Sie werden sehen, wir sind sofort wieder voll in der Mathematik drinnen, wenn wir dieses Konzept umsetzen wollen. Dieses Konzept der allgemeinen Relativitätstheorie, ART, damit man nicht so viel schreiben muss, besteht darin, dass also die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, die man ja seit den Arbeiten von Minkowski her schon kennt, damals nur für den Bereich der speziellen Relativitätstheorie entwickelt. Das geht übrigens nicht auf Einstein in der Form zurück, sondern auf Minkowski. Und der Einstein soll am Anfang sogar gesagt haben, jetzt verstehe ich meine eigene Theorie nicht mehr. Aber er hat sich also dann damit offensichtlich auseinandergesetzt. Weil dieser Minkowski-Raum, der ja ein flacher vierdimensionaler Raum ist, einen guten Ansatzpunkt liefert, um dieses Konzept der allgemeinen Relativitätstheorie umzusetzen. Dass nämlich die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit bestimmt ist durch die Massen- und Energiedichte, beziehungsweise Energiedichte und durch den Impuls der Materie. Die Aussagen, das schreibe ich jetzt nicht alles an die Tafel, der allgemeinen Relativitätstheorie sind zweierlei. Einerseits, die Materie wirkt auf die Raumzeit. Wo viel Materie mit viel Massendichte und Impuls vorhanden ist, wird die Raumzeit stärker gekrümmt sein. Andererseits, zweite Aussage, die Raumzeit und ihre Geometrie wirkt sich ihrerseits wieder aus auf die Bewegung der Materie. Wenn also die Raumzeit wo stark gekrümmt ist, dann werden auch die Bahnen von Teilchen, von Materieteilchen, die nur unter dem Einfluss der Gravitationskraft sind, auch entsprechend stärker gekrümmt. Das sind die beiden Aussagen. Damit hat eigentlich die Raumzeit in der allgemeinen Relativitätstheorie so ungefähr eine ähnliche Funktion wie das elektromagnetische Feld in der klassischen Elektrodynamik. Einerseits bewirken Ladungsdichten und Stromdichten die Ausbildung eines elektromagnetischen Feldes. Das wird bestimmt durch die Maxwell-Gleichungen. Andererseits, wenn ein elektromagnetisches Feld dann vorliegt, dann beeinflusst dieses Feld wieder, bewirkt Kräfte auf Strom, auf Teilchen mit Ladungen, und also auf Ladungsdichten und auf Ströme. Dafür zuständig ist wieder die Lorentzkraft. Das ist allen jenen, die im zweiten Semester jetzt in die Grundvorlesung gehen, wohl bekannt. In einer gewissen Weise ähnlich ist das hier. Die Massen- und Impulsdichten bewirken eine Raumkrümmung, das ist quasi das Feld, und die Raumkrümmung ihrerseits wieder beeinflusst die Bewegung von Materieteilchen in diesem Raum.
Also dass der gekrümmte Raum übernimmt quasi die Funktion eines Feldes. Daher spricht man auch von den Einsteinschen Feldgleichungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie diese Massen- und Energiedichte einerseits und die Impulse andererseits der Materie beschrieben werden. Und da werde ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dafür verwendet man den vierdimensionalen Energieimpulstensor. Und der wird als C-Menü bezeichnet. Und da verwendet man griechische Indizes, um anzudeuten, wie überall in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass das Indizes sind, die von 0 bis 3 laufen. 0, 1, 2, 3, vierdimensional. 0 ist zeitartige Komponente und 3 raumartige Komponenten. Dieser Energieimpulstensor T-Menü beschreibt diese Massen- bzw. Energiedichte einerseits und den Impuls der Materie andererseits in dem vorgegebenen Bereich der betrachteten Raumzeit. Für Masse bzw. Energie und für Impuls gibt es aber ganz wichtige Erhaltungseigenschaften. Die Energieerhaltung und die Impulserhaltung. Und diese Erhaltungseigenschaften, die haben bei der Überlegung zur Herleitung der Feldgleichungen natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Denn wenn die mit diesen ganz wichtigen Erhaltungssätzen nicht konform wären, diese Feldgleichungen, dann müssten sehr stringente zusätzliche Seitenbedingungen noch dazugefügt werden. Das wäre keine günstige Situation. Man wollte natürlich haben, dass diese Eigenschaften automatisch in diesen Feldgleichungen drinnen sind. Und es zeigt sich physikalisch, einerseits, dass der Energieimpulstensor eine Symmetrieeigenschaft hat, dass T-Menü gleich T-Nü-Mü ist. Solche Symmetrien gibt es vielfach in der Physik. Auch der Spannungstensor in der Elastizitätslehre ist symmetrisch. Eine Reihe solcher für die Physik wichtige, auch der Trägheitstensor bei der Bewegung des starren Körpers ist ein symmetrischer Tensor. Also das tritt sehr häufig auf, dass die in der Physik wichtigen Tensoren symmetrisch sind. Aber wegen der Impuls- und Energieerhaltung muss außerdem eine Art Divergenz davon null sein. T, μ, nü, Kovariant nach μ muss gleich null sein. Die allgemeine Kovarianz, das war ein Schlagwort bei der Herleitung der Feldgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie. Also wenn man eine Feldgleichung in tensoreller Weise aufstellen möchte, wo man jetzt die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, stoßen Sie sich nicht daran, dass sich das kein Mensch vorstellen kann. Einstein hat sich nicht vorstellen können. Denken Sie sich im Kopf immer zwei Dimensionen zurück, weil das ist das, was man gerade noch kann. Also die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit soll mit diesem Energieimpulstensor in Beziehung gesetzt werden. Na, dann muss der Tensor, der diese Raumkrümmung beschreibt, und der hat also sicher was mit einem Riemannschen Krümmungstensor zu tun, diese Eigenschaften haben. Er muss ein Tensor zweiter Stufe sein, er muss symmetrisch sein und das ist das Ärgste,
Es muss diese Divergenz, wenn Sie so wollen, also diese kovariante Ableitung nach μ und Summation darüber, das muss 0 sein. Sowas muss man konstruieren. Dann erst ist die Möglichkeit gegeben, dass man also tatsächlich da eine Feldgleichung aufstellen kann. Und da waren wieder die Italiener hilfreich. Nicht nur der Bianchi da, sondern auch der Ricci hat dazu viel beigetragen, und zwar schon vor der Relativitätstheorie. Das ist ja schön, es liegt ja oft schon das Gold auf der Straße. Man muss es nur aufsammeln. Nicht? Und das ist manchmal schwierig, wenn man nicht sieht, wo die ganzen Goldmünzen herumliegen. Nicht? Siehe Bianchi-Identitäten. Also, da gibt es zum Beispiel, damit man auf von einem Tensor vierter Stufe, dem Riemannschen Krümmungstensor, sehen Sie da überall, vierter Stufe, auf einen Tensor zweiter Stufe kommt, die Möglichkeit der Verjüngung. Das kennen Sie schon alles. Sie sehen, es fügt sich ein Konzept zum anderen, damit letzten Endes alles verwendet wird. Also verjüngen wir ihn. Und diese Verjüngungen hat der Ricci durchgeführt. Von R, L, I, K. Und was dabei herauskommt, ist der Ricci-Krümmungstensor. Naja, das ist gar nicht so kompliziert. R und I ist einfach definiert als R, S, I, S, J. Und R ist der Riemannsche Krümmungstensor. Man nimmt einfach den ersten und dritten Index und summiert darüber. Jetzt können Sie sich fragen, warum macht man das? Na, warten Sie mal. Das ist natürlich jetzt etwas, was nicht so ganz einfach verläuft. Aber etwas kann man schon absehen. Und zwar wieder eine Eigenschaft. Aber definieren wir uns noch was Zweites. Den Ricci Krümmungsskalar, der hat natürlich gleich weitergedacht. Was ist, wenn wir noch einmal verjüngen? Der Krümmungsskalar ist definiert als RS nach S. Also ausgehend von diesem soeben definierten Ricci-Krümmungstensor, wenn man jetzt noch einmal über die beiden Indizes summiert, dass ich da immer einen Index raufziehen kann, das ist Ihnen bewusst. Ich kann jederzeit mit einem Metriktensor jeden Index hinauf und hinunterschieben in seinem Aufzugsschacht. Das sollte bei der Gelegenheit jetzt alles klar sein, dass das kein Problem ist. Und dann kommt man auf diesen Ricci-Krümmungsskalar. Ja. Wäre es beim Krümmungstensor, beim Ricci-Krümmungstensor auch möglich, den letzten Index des NS zu bezeichnen? Also RSIJS. Das ist möglich. Aber ich kenne es nur so. Okay, aber es wäre auch konsistent. Naja, Sie können natürlich mit Verwendung aller dieser Symmetrieeigenschaften die noch einmal umschreiben. Und das werden wir in gewisser Weise jetzt auch machen, weil vielleicht kommt es sogar genau auf Ihre Frage hin. Werden wir gleich sehen. Wir schauen uns natürlich wieder Eigenschaften an. Das ist allerweil gut, sich die Eigenschaften der Werkzeuge anzuschauen, mit denen man arbeitet. Eigenschaft von R, J. Das R, I, J.
ist also gleich. Laut Definition R-I-S-R-S-I-S-J. Und jetzt schieben wir also diese Indizes da einen hinunter, einen hinauf. Dann haben wir gleich R-S-I-S-J. Naja. Und dieses R-S-I-S-J, da wenden wir jetzt diese Symmetrieeigenschaft hier an. Wenn Sie die ersten zwei Indizes und die zweiten zwei betrachten und Sie schieben die ersten nach hinten und die zweiten nach vorne, ändert sich nichts. Also kommt heraus, die ersten nach vorne, R, S, J, die zweiten nach hinten, S, I. Die haben wir noch auf die zweite Stelle gerückt, die S, J an die erste Stelle. Und jetzt sehen Sie, dass wir wieder die Definition des Ricci-Krümmungstensors haben. Über ersten und dritten Index wird summiert. So wie hier auch. Aber jetzt steht nicht IJ, sondern JI. Also ist das gleich RJI. Und aus dieser Eigenschaft ergibt sich also die Symmetrie. RIJ ist gleich RJI. Das ergibt sich aus der Definition und aus dieser Symmetrieeigenschaft S1. Die ich da hier noch einmal aufgeschrieben habe. Naja. Und jetzt wenden wir uns der kovarianten Ableitung des Ricci-Krümmungstensors zu. Und da gehen wir aus von den Bianchi-Identitäten. Sie sehen, es ist unser Ausgangspunkt. Die wollen wir einmal gleich mit Delta IM überschieben oder multiplizieren. Delta IM. Jetzt schauen wir, wo stehen Sie denn die Bianchi-Identitäten? Die habe ich da oben aufgeschrieben, da steht M als erster Index und ich multipliziere die ganze Identität mit Delta IM. Das heißt, es wird einfach M durch I ersetzt. Regel vom Austausch der Indizes. Also bleibt da stehen Delta INIJK, R. I, N, I, J nach K plus R, I, N. Jetzt muss man wieder zyklisch vertauschen. J, K nach I plus R, I, N. KI nach J ist gleich 0. Eine harmlose Umformung. Naja, und jetzt schauen wir, was wir jetzt hier haben. Wir benutzen jetzt zwei Symmetrieeigenschaften, die S2 und die S3. Diese zwei benutzen wir.
wo wir uns in beiden Fällen, wenn wir jeweils ein Indexpaar vertauschen, ein Minus einhandeln. Also eigentlich ist es eine Antisymmetrie-Relation. Ich nehme das jetzt wieder weg, sonst überlaste ich mir das da. Also einmal schauen wir uns hier an die Symmetrie In hier für diese zwei Indizes und dann anschließend die Symmetrie Ki beim dritten. Es ergibt sich daraus also Rinij nach K, das bleibt ungeändert. Und jetzt hier drehen wir die beiden um und handeln uns damit ein Minus ein, wenn man bei den ersten beiden umdreht. Also kriegen wir Rni minus Rni je k nach i und wieder Minus. Und jetzt drehen wir die zweiten um. Rin ik nach j ist gleich 0. Und jetzt schauen wir uns an, wo man hier bereits den Ricci-Krümmungstensor erkennen kann. Da haben wir zum Beispiel hier erster und dritter Index wird summiert. Und auch hier erster und dritter Index wird summiert. Also, wenn wir jetzt einfach verwenden die Definition des Ricci-Krümmungstensors, dann bleibt da hier stehen Rny nach K, den lassen wir vorläufig ungeändert. Dabei habe ich mich geirrt. Das sollte Plus sein und ich drehe die beiden auch um. Also haben wir da diese beiden auch umzudrehen und wir haben statt In haben wir Ni und statt JK haben wir KJ. Und es ist ein Plus hier, weil ich habe das S2 zweimal, S2 und S3 beide angewendet, indem ich einmal Li umgedreht habe, Li und IL und dann JK auf KJ, Minus mal Minus ergibt wieder ein Plus hier. Sehen Sie das? Da war ich jetzt etwas unkonzentriert. Also, es werden die beiden umgedreht und die beiden umgedreht. Aus In wird Ni, aus JK wird KJ. Jedes Mal kriege ich ein Minus heraus aufgrund S2 bzw. S3 und Minus mal Minus macht wieder ein Plus. Dagegen hier mache ich es nur bei dem zweiten Paar und es bleibt In und IK noch J. Einverstanden? Alles verständlich? Nicht, dass wir jetzt aussteigen, das wäre schade. Das war heute so ein kleiner Stolperer. Also haben wir RNIKJ nach I minus RINIK nach J. Jawohl. Und das RIJ haben wir jetzt da schon die Definition genommen. Dann haben wir RNJ nach K. Das bleibt jetzt, wie es ist, plus RNIKJ nach I und minus, jetzt haben wir wieder über I summiert, also bleibt minus RNK nach J. Ist gleich 0. Und jetzt schieben wir den Index N hinauf. Indem wir multiplizieren mit GNK.
G oben N K. Das schiebt uns das N hinauf und macht daraus ein K. Ja? Also haben wir R K je nach K plus R K I K je nach I, das N wird zu K und sonst haben wir I K je unverändert minus R und dann mal wieder K nach K, K nach J gleich 0. Also mit GNK multipliziert, da haben wir R oben K J nach K plus R oben K I K J nach I minus R oben K K nach J. Ja? Naja, und jetzt schauen wir uns noch einmal die Definition des Ricci-Krümmungstensors und des Ricci-Krümmungskalars an. Und was haben wir da hier jetzt stehen? Hier wird über den ersten und dritten Index wieder summiert. Das heißt, man kriegt hier wieder den Ricci-Tensor. Und hier steht er ja schon fertig da. Das heißt, da haben, aber hier haben wir RK nach K und das ist der Krümmungskalar. Also das ist R und das ist R über K summiert I je. I je. Naja, und das braucht man nur aufschreiben. Also haben wir RK je nach K plus, und da haben wir es RI je nach I. RIJ nach I, ja, weil über K wird summiert, bleibt IJ übrig, RIJ nach I minus R Kovariant nach J. Das R ist schon ein Skalar und das ist wieder 0. Und jetzt schauen Sie, da wird über K summiert, da wird aber I summiert. Sonst steht dasselbe da. Das heißt, das sind zweimal die gleichen Terme. Und damit nähern wir uns jetzt sehr rasch dem Ergebnis. Aber Sie sollen schon sehen, das ist eine ziemliche Mühe, diese Umformungen so zu gestalten. Und das hat den Einstein, nachdem er auf diese Bianchi-Identitäten gestoßen ist, dann etliche Monate gekostet, bis er auf das draufgekommen ist. Also zuerst hat er viele Jahre damit zugebracht, einen vernünftigen Tensor zu finden. Nachdem die Bianchi-Identitäten da waren, waren es nur mehr ein paar Monate. Und die versuchen wir heute jetzt in einer Vorlesungsstunde nachzuvollziehen. Also, was kriegen wir heraus? Damit erhalten wir, schauen wir uns die Gleichung an, ist schon ein bisschen einfacher geworden. Es ist aber letzten Endes alles noch aus den Bianchi-Identitäten entstanden. 1, 2, 3 ist gleich 0. Das hat sich so ergeben. Aber was haben wir also jetzt letzten Endes erhalten? Die beiden zusammen, schauen Sie sich das an. Da heißt RK je nach K plus RI je nach I. Das ist zweimal dasselbe. Ich hätte da L und L herschreiben können, egal. Das heißt, da steht einfach zweimal RI je nach I. Zweimal
R am I je nach I. Und dann bleibt natürlich dabei stehen, minus R Kovariant nach je, und jetzt hätten wir auch gern nach I. Dann braucht man nur einen Index austauschen. Also machen wir ein Delta IJ, also minus Delta IJ, mal R nach I. Kovariant nach I. Ja. Umgekehrt natürlich. Schauen Sie sich es an noch einmal. Das ist ja das Schöne der Tafel, dass man es gut verfolgen kann. Die beiden sind gleich. Der hat zweimal Rij nach I. Zweimal Rij nach I. Und da steht jetzt minus R nach J. Das ist Delta Ij mal R nach I. Über I summieren, und J ist der ausgetauschte Index. Und wieder muss das gleich 0 sein. Und jetzt ist schon ein Term weniger, weil wir haben das so umformen können, dass wir draufgekommen sind, dass das zweimal dasselbe ist, was da steht. Bleibt nur mehr das stehen. Und jetzt sind wir also eigentlich schon gleich am Ziel, weil jetzt können wir noch das I herunterziehen. Das Kronecker-Delta sind ja, wie wir auch schon lange wissen, der gemischte Metriktensor. Wenn man da das I runterzieht, wird der Metriktensor draus. Und dann dividiere ich einfach durch 2 und setze es in Klammer. Und habe R, lass mal die I noch oben stehen, das war eben zu viel auf einmal. So, R, I, J. Minus 1/2 Delta I J mal R. Das ganze Kovariant nach I ist gleich 0. Schauen Sie sich's an. Wir haben durch 2 dividiert. Einfach durch 2. Dann wird das den 2er 1 und da kriegen wir das 1/2 her. Und das Kovariant nach I haben wir aus der Klammer herausgenommen. Weil das erste wird Kovariant nach I und das zweite Kovariant nach I differenziert. Und da haben wir auch eine Regel gehabt. Wenn man zwei Tensoren hat und die tut man gemeinsam nach I Kovariant, dann kann man den ersten nach I und den zweiten nach I Kovariant differenzieren. Hatten wir vor 2 Wochen. Naja, und da sehen Sie jetzt schon, wir haben hier einen Tensor, der hat was mit den Krümmungen zu tun, weil er sich aus dem Riemannschen Krümmungstensor via Ricci-Tensor und Krümmungskalar ergibt. Dort steht er definiert, der Ricci-Tensor und der Krümmungskalar. Der Kovariant nach I ist gleich 0. Der hat jetzt die Eigenschaft, die wir von dem Energieimpulstensor auch verlangen. Wenn man μ nü Kovariant nach μ muss 0 sein. Jetzt haben wir da auch was, was Kovariant nach I gleich 0 ist. Das heißt, jetzt haben wir einen Kandidaten, den wir in eine derartige physikalische Grundgleichung, diese Feldgleichung, einsetzen können. Und jetzt betrachten wir eben diesen Klammerausdruck, der sich also aus dem Ricci-Tensor und dem Krümmungskalar zusammensetzt, dessen kovariante Ableitung nach I, dem ersten Index, gleich 0 ist. Und diesen Tensor nennen wir jetzt den Einstein-Tensor. Und damit man das also noch eleganter aufschreiben kann, für die Definition des Einstein-Tensors, ziehen wir da einfach noch das I herunter, für die Definition. Und den nennen wir dann G-I-J, da kommt schon die Gravitation drinnen vor.
DIJ, weil RIJ ist ja schon der Ricci-Tensor. R wie Ricci und vorher R wie Riemann. Lustig, dass es also immer wieder R ist. Nicht? Aber jetzt G wie Gravitation. Da sagt man nicht E wie Einstein, sondern G wie Gravitation. Also das GIJ ist definiert als RIJ minus 1/2. Und wenn man das I runterzieht, kriegt man GIJ mal R. So, jetzt unterbreche ich kurz und frage Sie Hand aufs Herz. Haben Sie der Ableitung folgen können? Ich ärgere mich, dass ich zweimal so eine ganze Spur abgewichen bin von der optimalen Route, aber letzten Endes, so wie es da steht, ist es, glaube ich, ziemlich gut übersichtlich. Ja? Wir haben nur verwendet, was wir schon hatten. Nur so, dass das so schlüssig eins aus dem anderen kommt, da muss man herumprobieren, dass man auf das kommt. Und das hat also auch den Einstein mit seinem Mitarbeiter Großmann, glaube ich, hat er geheißen, Zeit gekostet, bis er auf das draufgekommen ist. Aber letzten Endes kommt man dann auf diesen Einstein-Tensor. Und damit, er hat jetzt Eigenschaften. Und zwar gemäß obigem haben wir einerseits, da steht das RIJ drinnen und das GIJ. Beim GIJ wissen Sie, der Metriktensor ist symmetrisch. Beim RIJ haben wir uns das da oben gerade abgeleitet. RIJ ist gleich RJI. Und damit ist der ganze Einstein-Tensor auch symmetrisch. GIJ ist gleich GJI. Und außerdem, wenn Sie sich jetzt diese Beziehung anschauen, haben wir auch, dass das GIJ nach I gleich 0 ist. GIJ nach I ist gleich 0. Jetzt haben wir etwas, einen Tensor zweiter Stufe, nicht mehr vierter Stufe, sondern zweiter Stufe, der mit der Krümmung zusammenhängt, aus dem Riemannschen Krümmungstensor entstanden ist, durch Überschiebung, Verjüngung, was halt so alles ist, der erstens symmetrisch ist und zweitens dessen Divergenz da, wenn man so sagen darf, gleich 0 ist. Die kovariante Ableitung gleich 0. Und damit sind das genau die Eigenschaften, die auch der Energieimpulstensor hat. So wie es dort oben steht. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man jetzt damit die Feldgleichungen aufstellen kann. Die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Also die Einsteinschen Feldgleichungen. Und die lauten, und jetzt schreibe ich das wieder mit Indizes μ und ν, um anzudeuten, dass sich das aufs Vierdimensionale bezieht und von 0 bis 3 gehen die Indizes. Also das G-μ-ν, das ist also dieser Einstein-Tensor, ist dann einfach eine Konstante, Kappa, mal dem Energieimpulstensor T-μ-ν. Das sind sie. Natürlich etwas komprimiert aufgeschrieben. In dem G-Menü steckt das alles drinnen, also der Ricci-Tensor, der Ricci-Skalar und der Metrik-Tensor. Und das lässt sich jetzt so schrittweise auf den Riemannschen Krümmungstensor zurückführen. Ja? Erkennen Sie das, warum man das jetzt erst aufstellen kann? Weil erst dieser Tensor G-Menü
diese Eigenschaften hat, die benötigt sind, damit es konsistent geht mit dem Energieimpulstensor. Wobei ich jetzt heute noch zur Erklärung hinzufügen will, und das erkläre ich nicht im Einzelnen, das Kappa ist 8pi durch c der vierten und dann mal der Gravitationskonstante. Und das ist die Einstein-Konstante. Wenn man das auf Bereiche anwendet, wo es keine großen Raumkrümmungen gibt, kann man letztlich daraus das Newtonsche Gravitationsgesetz erhalten. Und da haben wir hier schon das G drinnen, das dann dort auch wieder vorkommt. Und diese 8pi, die kommen wohl daher, dass im Newtonschen Gravitationsgesetz traditionellerweise keine Pi drinnen stehen. Obwohl das ja so ähnlich wie das Coulomb-Gesetz ein Kugelsymmetriegesetz ist. Beim Coulomb-Gesetz sagt man 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q1 Q2 durch R Quadrat. Damit erreicht man, dass in den Grundgleichungen die Pi wegfallen. Beim Newtonschen Gravitationsgesetz steht einfach, die Kraft zwischen zwei Punktmassen ist die Gravitationskonstante mal M1, M2 durch Abstandquadrat. Na, dann müssen die Pi in die Grundgleichungen kommen. Und so wird das im Allgemeinen gemacht. Obwohl eigentlich das Pi da nichts zu schaffen hätte, sondern eher ins Newtonsche Gravitationsgesetz gehören würde. Aber das ist eine Frage von Definitionen und das hat man halt jetzt so gemacht. G ist also, wie gesagt, die Gravitationskonstante, C ist die Lichtgeschwindigkeit und dieser Energieimpulstensor, der schaut im Wesentlichen so aus, T μ nü ist gleich ein 4x4 Tensor. Da steht einmal in der 0,0, an der 0,0-Stelle steht da drinnen die Energie- bzw. Massendichte, wird oft als W bezeichnet. Und dann gibt es da eine Energiestromdichte, S1 durch C, S2 durch C, und S3 durch C und entsprechend auch aus Symmetriegründen da herunter, S1 durch C, S2 durch C und S3 durch C. Und dann bleibt da noch ein 3x3 Tensor über und das ist im Wesentlichen sowas, was man aus der klassischen Elektrodynamik als den Maxwell'schen Spannungstensor auffasst. Hier nennt man halt für die Gravitation G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 und G33. Wobei hier wieder die Diagonalelemente Druckspannungen in diesem Feld beschreiben und die Nicht-Diagonalelemente, die wieder zueinander symmetrisch sein müssen, dann Scherspannungen. So in einer Analogie, wie man das auch vom Spannungstensor in der normalen dreidimensionalen Elastizitätstheorie kennt. Ich möchte das nicht weiter ausführen, weil dann wird es also zu speziell. Das kann man sich dann anschauen, wenn man wirklich intensiver in diese Theorie einsteigen möchte. Ich möchte nur noch erwähnen, aus Symmetriegründen, mit wie vielen unabhängigen Gleichungen man es hier zu tun hat. Das ist ein symmetrischer 4x4-Tensor. Der hat also 16 Komponenten.
Davon gibt es also 4 in der Hauptdiagonale insgesamt und dann entsprechend 16 weniger 4 ist 12, also 6 und 6, so oberhalb und unterhalb der Hauptdiagonale. Das heißt 4 Hauptdiagonale plus 6, 10 unabhängige Komponenten gibt es da drinnen. Also diese Feldgleichungen sind insgesamt 10 unabhängige Gleichungen. Aber immerhin, das ist weniger, als hätte man direkt den Riemannschen Krümmungstensor gehabt. Weil erinnern Sie sich, am Ende vergangene Woche haben wir aufgrund aller Symmetrieeigenschaften, habe ich dann gesagt, im Vierdimensionalen hat er 20 unabhängige Komponenten. No, da sind es nur mehr 10. Also etwas freundlicher die ganze Geschichte. Also hier haben Sie die Einsteinschen Feldgleichungen, wo wir insbesondere uns detailliert mit dem Geometrieteil beschäftigt haben, wo ich Ihnen zeigen konnte, dass die allgemeine Kovarianz hier gilt, die man fordern muss für den Energieimpulstensor und daher ergibt sich hier eine solche Form. Allerdings hat der Einstein sehr bald gefunden, dass ihm das nicht taugt, weil nämlich wegen der allgemeinen gravitativen Anziehungskraft man rechnen müsste, wenn man das also kosmologisch betrachtet, dass dieses Universum, was man sich damit ausrechnen kann, in sich zusammenstürzen müsste. Und das war der ursprüngliche Ausgangspunkt dafür, dass Einstein da, um das zu vermeiden, noch den Ansatz mit einer kosmologischen Konstanten gewählt hat, die dann in weiterer Folge sehr umstritten war. Letztlich hat dann Einstein nicht lang vor seinem Tod noch in einem Brief geschrieben, man sollte diese Konstante weglassen. Heute aber hat sie wieder Bedeutung erlangt. Und deswegen möchte ich das auch noch erwähnen. Also es kann auch noch eine Verallgemeinerung durchgeführt werden. Indem man also da noch eine sozusagen eine stabilisierende Konstante einführt. Zu diesem Einstein-Tensor G-Menü kann man natürlich nicht irgendwas hinzufügen, sonst verdirbt man sich ja wieder diese Eigenschaften, dass die Symmetrie gelten muss und diese Divergenz gleich Null sein muss. Aber ein Vielfaches des Metriktensors kann man allemal hinzufügen, weil der Metriktensor ist auch symmetrisch. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten das Lemma von Ricci besprochen, die kovarianten Ableitungen des Metriktensors verschwinden auch. Also kann man, ohne dass man was falsch macht, noch dazufügen, plus eine Größe Lambda, Groß Lambda, mal G-Menü und das ist dann dieses Kappa mal T-Menü. Und dieses Lambda ist die kosmologische Konstante. Eine recht rätselhafte Angelegenheit, weil man dafür nicht wirklich eine unmittelbare physikalische Interpretation hat. Während des Kappa, da steht die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und irgendein komischer Pi-Faktor noch dabei. Während bei der kosmologischen Konstante, die kann man nur so einregeln sozusagen, dass man so ein labiles Gleichgewicht hat, dass das Universum weder in sich zusammenstürzt, noch ewig auseinanderfliegt gewissermaßen. Und nicht sehr lang danach ist dann Hubble draufgekommen, dass es die Flucht der Galaxien gibt, dass sich also dieses ganze Universum sowieso ausdehnt,
dass das möglicherweise eben auf einen, wie man sich heute sehr sicher ist, Urknall zurückzuführen ist. Und dass daher die Frage, wie stabilisiere ich meinen Kosmos, nicht unbedingt mit einer solchen Konstanten zu beantworten wäre. Das heißt, man kann dann davon ausgehen, dass diese Konstante, diese kosmologische Konstante gar nicht mehr erforderlich wäre. Dass man also dann hier mit dieser kosmologischen Konstante etwas ermöglichen wollte, nämlich ein statisches Universum, was dann ja durch die Beobachtungen widerlegt wurde. Allerdings, also ursprünglich sollte das ein statisches Universum ermöglichen. Und dann hat man sich gedacht, man braucht es nicht. Aber vor gar nicht so langer Zeit haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass es einen Inflationsmechanismus geben muss, dass am Anfang und auch bis heute ein inflationäre Expansion auftritt, wo die Geschwindigkeit der Expansion sogar noch zunimmt. Und das kann man wieder in eine solche Konstante hineinfügen. Wenn man die Konstante groß genug macht, dann führt das gegen die gravitative Anziehungskraft noch zu einem inflationären, zunehmenden eine Rate der Expansion. Da wurde vor ein paar Jahren für experimentelle Untersuchungen ein Nobelpreis vergeben dazu. Also gegenwärtig die beschleunigte Expansion und damit man irgendeine physikalische Interpretation dazu hat, für diese beschleunigte Expansion, macht man dafür dann die dunkle Energie verantwortlich. Interpretation dunkle Energie. Ich glaube, es ist zu früh, um darüber was Endgültiges zu sagen. Daneben und davon angeblich unabhängig soll es auch eine dunkle Materie geben, obwohl wieder andererseits Energie und Masse zueinander äquivalent sein sollten. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht nicht zu Ende ist. Da sind eine Reihe von Unklarheiten und offenen Fragen. Aber ich wollte Ihnen nur zeigen, auch diese Gleichung, die zunächst einmal mit ganz anderen Intentionen aufgestellt wurde, hat auch heute wieder eine gewisse Berechtigung. Nur diese kosmologische Konstante, die hat noch eine andere merkwürdige Eigenschaft. Die ist so winzig klein, so 10 hoch minus 100 oder irgendwas. Also, naja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jedenfalls glaube ich, dass Sie aus alledem jetzt sehen können, wie man aus unserem doch nicht so komplizierten Tensorformalismus auf die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie kommt. Beachten Sie, wir hatten uns mit der Kovariantenableitung beschäftigt. Und ich glaube, ich konnte Ihnen einfach klar machen, anhand sehr einfacher numerischer Beispiele, erinnern Sie sich an dieses parallele Vektorfeld in ebenen Polarkoordinaten, dass man mit dieser Kovariantenableitung, was ja nichts so Schwieriges ist, kommt nur der eine Term mit dem Christoffel-Symbol dazu, die Wirkung, jegliche Änderung eines Vektors, wenn man sich innerhalb des Raumes, wo er definiert ist, weiter bewegt, ausrechnen kann. Und die ist die Basis für all das.
Weil wenn man die kovariante Ableitung eines Vektors betrachtet, dann kann man auch zweimal hintereinander kovariant ableiten. Und wenn man die Ableitungsreihenfolge ändert und das voneinander subtrahiert, kommt schon der Riemannsche Krümmungstensor heraus. Und wenn man den dann entsprechend umformt, sodass aus dem Tensor vierter Stufe ein Tensor zweiter Stufe wird, da hat man dann schon diese Verjüngungen, die zum Ricci-Tensor und zum Ricci-Skalar führen. Und dann da ein paar so involvierte Umformungen macht. Aber es ist alles nicht wirklich schwer. Überall sind Sachen drin, die Sie schon kennen. Nur, dass man jetzt gerade das und dann das und dann das, da muss man sich lang hinsetzen und muss man das überlegen. Und dann kommt man auf diesen Einstein-Tensor und der ist praktisch der entscheidende Key, mit Hilfe dessen die Feldgleichungen aufgestellt werden können. Und ich glaube daher, obwohl vielleicht einige von Ihnen erst im zweiten Semester sind, dass man wirklich, ohne dass man jetzt weiß Gott, welche Voraussetzungen haben musste, von den einfachen Anfängern im Oktober vergangenen Jahres bis jetzt einen kontinuierlichen Vorgang hatte. Ein bisschen mitdenken hat man natürlich schon müssen. Aber nirgends ist irgendwo der Deus ex machina gekommen, sozusagen. Ich glaube, es ist schon schlüssig. Wie das dann zu lösen ist und wie man dann diese Lösungen interpretieren kann und was für unterschiedliche Lösungen es gibt, die dann auch zu schwarzen Löchern führen und so weiter, das sollen Ihnen die Theoretiker aus der ART dann vorführen. Aber die Basis von alledem, das was bei der klassischen Elektrodynamik die Maxwell-Gleichungen sind, ist hier diese vierdimensionale Tensorgleichung der Einsteinschen Feldgleichungen. Und ich glaube, die konnten Sie damit durchaus verstehen. Ein letztes Kapitel möchte ich noch beginnen, denn mit Freude sehe ich, dass mir noch eine Viertelstunde überbleibt. Und zwar das vorletzte, Tensoren und Kurven. Jetzt kommen wir wieder mehr zur Geometrie. 26. Wir hatten bis jetzt, da komme ich jetzt wieder auf die gerade wieder erwähnte und hervorgehobene kovariante Ableitung zurück, wir hatten bisher nur Änderungen von Tensoren mit einer bestimmten Koordinate, zum Beispiel Q Gamma, betrachtet. Änderung von Tensoren mit einer Koordinate, vielleicht Q Gamma oder was auch immer. Und zwar natürlich pro Einheit dieser Koordinate. Das hatten wir bisher berechnet. Und da haben wir gesehen, dass bei Skalaren, dass d Lambda nach einer solchen Koordinate, nennen wir es QI, gleich ist Lambda kovariant nach I. Die kovariante Ableitung eines Skalars ist gleich der partiellen. Diese Eigenheiten mit den Christoffel-Symbolen treten nicht auf, weil ja, wie schon oft betont, für die Skalare und ihre Definitionen die Basisvektoren gar nicht notwendig sind. Daher spielen ihre Änderungen auch keine Rolle. Und andererseits aber haben wir auch einen Vektor A-Pfeil nach einer Koordinate QI differenziert und da ist es etwas komplizierter gewesen. Da haben wir entweder
ein A oben J nach I G unten J Pfeil oder ein A unten J nach I G oben J Pfeil gehabt. Wenn man den Vektor A Pfeil als A I G I Pfeil aufschreibt. Also das ist der Fall für einen Skalar. Das ist der Fall für einen Vektor. Und mehr als das wollen wir in diesem Kapitel jetzt gar nicht behandeln. Also, wenn man den Skalar nach einer Koordinate differenziert, dann macht man das einfach partiell und man hat schon die kovariante Ableitung. Wenn man einen Vektor nach einer Koordinate differenziert, dann muss man den Vektor darstellen als a j g j Pfeil und müsste auch die Änderungen von dem g j Pfeil berücksichtigen. Das fasst man aber zusammen in diese kovariante Ableitung. Die stellt dann schon richtig die Komponenten dieses Änderungsvektors in der Basis G dar, entweder so oder so. Sie können zurückblättern zu Ihren Unterlagen für die kovariante Ableitung. Sie werden genau das so dort vorfinden. Und jetzt aber wollen wir uns interessieren, wie Tensoren sich längs Kurven verändern. Insbesondere, wie sich Vektoren längs Kurven verändern. Also nunmehr bisher haben wir die Änderungen mit einer Koordinate Q Gamma. Nunmehr aber die Änderung Änderungen von diesen Tensoren, Skalaren oder Vektoren längs einer Kurve C. Eine Kurve in dieser Mannigfaltigkeit. Und diese Kurve C hat eine Parameterdarstellung. Wie halt üblich, die Parameterdarstellung ist natürlich, dass das QI gleich ist QI von dem Parameter T. Eine solche Kurve betrachten wir also. Naja, und jetzt ist das relativ einfach. Jetzt schauen wir uns an, wie ändert sich hier das Skalarlambda? Und dann, wie ändert sich der Vektor A? Längs dieser Kurve C. Also ich habe eine gewisse Kurve in meiner Mannigfaltigkeit und ich betrachte jetzt längs dieser Kurve, wie sich der Vektor eines Vektorfeldes oder das Skalar eines skalaren Feldes ändert. Und da schauen wir uns zunächst an. Änderung von Lambda, also des Skalars Lambda, längs der Kurve C. Na, das ist sehr einfach, weil dieses d Lambda nach dt längs der Kurve C ändert sich ja der Parameter Lambda. Wenn Sie so weit raufziehen, dann sehen Sie da oben noch die Parameterdarstellung. Das d Lambda nach dt ist natürlich d Lambda nach dqi mal dqi nach dt nach der Kettenregel. Ja, und das ergibt dann, weil das d Lambda nach dqi gleich ist, das Lambda-Kovariant nach I und nachdem wir nur einen Parameter haben, können wir auch volle Differenziation schreiben. dQI nach dt kriegen wir damit, dass die Änderung des Skalars d Lambda
nach dt gegeben ist als Lambda nach i mal dqi nach dt. Und jetzt definieren wir uns die absolute Ableitung von dem Skalar Lambda mit großen d, d Lambda nach dt als Lambda nach i mal dqi nach dt. Und jetzt sehen Sie, das Lambda nach i dqi nach dt, das ist ja schon das gewünschte, die Lambda nach dt. Also damit ist trivialerweise die Änderung von Lambda längs der Kurve C gegeben als d Lambda nach dt ist gleich Lambda mal i nach d mal dqi nach dt und das ist die absolute Ableitung. Also mit großen d, d Lambda nach dt. Das schaut jetzt sehr trivial aus. Bei den Vektoren ist es nicht ganz so trivial. Und das kann ich Ihnen jetzt zum Schluss für heute noch zeigen. Also Änderung von Lambda längs Kurve C, jetzt Änderung von dem Vektor A Pfeil längs Kurve C. Es geht immer um diese Kurve mit der Parameterdarstellung QI gleich QI von T. Naja, und das schreiben wir uns natürlich jetzt auf. Wir haben ein dA-Pfeil nach dt, die Änderung des Vektors mit dem Parameter längs der Kurve C. Und das können wir genauso wie dort nach der Kettenregel machen. dA-Pfeil nach dqi mal d QI nach dt. Naja, aber hier jetzt mit dem dA-Pfeil nach dqi wird es ein bisschen schwieriger, weil das dA-Pfeil nach dqi, wie es da oben steht, dA-Pfeil nach dqi beinhaltet hier die kovariante Ableitung mal GJ-Pfeil. Also haben wir hier, das ist zu ersetzen mit einem AI nach J GJ-Pfeil und dann mal DQI nach DT. Warten Sie, ich habe dort mit die Indizes vertan, ja. dA-Pfeil nach dt ist dA-Pfeil nach dqi, dqi nach dt ist aj nach i, natürlich. aj nach i gj-Pfeil und dann dqi nach dt. Oder aj nach i g oben j Pfeil und wieder dqi nach dt. Schauen wir an, was da oben steht. dA Pfeil nach dqi. Das, was hier steht, können wir ersetzen entweder durch aj nach i g j Pfeil oder als a unten j nach i g oben j Pfeil. Immer zu multiplizieren mit diesem dqi nach dt. Naja, und jetzt definieren wir uns hier wieder eine absolute Ableitung.
Wie kann ich das da weiterführen? Von A-Pfeil längs Kurve C das entspricht also dieser Definition da hier, Definition, absolute Ableitung, jetzt für den Vektor. Und da haben wir entweder ein D A oben J nach D QI, das entspricht A J nach I mal dem D QI nach DT. Oder dA unten je nach dQi, das ist hier, ist jetzt A unten je nach I dQi nach dT. Bitte. Sollte da nicht absolute Ableitung nach T stehen? Natürlich. Ganz richtig. Weil es auch hier so ist, dass wir da die absolute Ableitung nach T haben. Wir fassen diese zwei Terme jeweils jetzt zusammen zu dieser absoluten Ableitung. A J nach I dQI nach dT oder A unten J nach I dQI nach dT. Und damit erhält man dann die Änderung von A-Pfeil, also die Änderung dieses Vektors längs C, längs der Kurve C, als dA-Pfeil nach dt, gleich, und das ist jetzt diese absolute Ableitung mal den entsprechenden Basisvektoren. Also entweder d a oben je nach dt, das ist das mal dem, mal g unten je Pfeil, oder wieder dA-Pfeil nach dt ist dann im zweiten Fall A und, also das dA unten je nach dt das entspricht den beiden mal g oben je Pfeil. Und da habe ich gesehen, habe ich bei dem g den Pfeil vergessen. Also was eigentlich das Neue dabei ist, ist, dass wir, wenn wir nach der Kurve gehen, dass wir immer diese Kettenregel brauchen. dA nach dQi, dQi nach dt. Und das dA nach dQi, das hatten wir schon früher ausgerechnet mit Hilfe der kovarianten Ableitung und haben da eben das dA nach dQi ist A je nach I, G, J Pfeil oder A unten je nach I, G, oben je Pfeil. Und das setzen wir hier ein. Entweder A je nach I, G, J Pfeil so oder A je nach I, G, J Pfeil so. Immer multipliziert mit dQi nach dt, dass man jetzt nicht nur die Änderung mit einer Koordinate hat, sondern mit dem ganzen Parameter der Kurve. Und das liefert einem letzten Endes mit Hilfe dieser absoluten Ableitung in einfacher Weise die Änderung eines Vektors längs einer Kurve C. Mit Hilfe dessen werden wir nächste Woche, und das ist die letzte Vorlesung, nächste Woche uns anschauen, was für
Eigenschaften von solchen Änderungen wir bekommen. Und als ersten Vektor, A-Pfeil, den wir betrachten werden, nehmen wir den Tangentenvektor. Und wenn wir das machen, führt uns das sofort zu dem berühmten Begriff der geodätischen Linie. Das kommt nächstes Mal. Dann schauen wir uns noch an, was parallele Vektoren sind, und das rundet dann unsere Kenntnis von der Tensorrechnung ab. Also so viel für heute. War leider Gottes noch einmal einigermaßen herbe Kost vielleicht, aber dafür haben Sie gesehen, wie man zu den Feldgleichungen kommt. Und das ist eine Einleitung zur Geometrie der Skalaren und Vektoren auf Kurven. Bis in einer Woche. Danke.